ich gerade. Und ich habe eine verdammt geile Pizza gegessen. Und zwar die Caesar, die war mit Tomaten, Bacon, Mozzarella und Caesar Salat. Geil. War wirklich mega geil. Zum Tippen. Ich hab das mal gemacht bei der Spiegel. Ja, Spaß gemacht. Ist gar nicht so gefährlich, wie man denkt. Genau, also diesen Druck und dann weghalten mit der Flamme und so. Aber easy. Sag nix so. Genau. Und wieder auch super. Eine extreme Steigerung in Sachen Filmtechnik. Also die Effekte waren noch echter, noch dynamischer. Sound war extrem gut, wirklich sehr, sehr stark, auch im Kino hier. Toll. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von dem Butler. Darf man das schon verraten? Nein. Was den gibt? Den Butler, den finde ich so ratzig geil. Die Sprüche von dem fand ich gut. Ich fand die Autoauswahl auch sehr gut. Also von gut, ich bin von oben bis unten glücklich. Also genau das, was du erwartet hast? Ja, schon, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer ein Feuerwerk der Gefühle und Feuerwerk von Action und Explosion und Feuer und Flammen. Und das habe ich erwartet und habe ich auch bekommen. In voller Fülle. Würdest du deiner Community raten, dass sie sich anschauen sollen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil es ist eine schöne Mischung aus Action und Dynamik und trotzdem Autos. Bist du da mittendrin und am Schießen, auf einmal kommt ein Lamentador um die Ecke. Und denkst du so, ja, genau so ist mir vorgestellt. Also ist noch ganz cool. So Leute, am 22.06. kommt Transformers 5 in die Kinos, The Last Night. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn für gut befunden, weil es ist alles dabei. Ganz ehrlich, wenn du Action willst, geh rein. Viel Spaß. Tschüss. Aber auch.